Kaffeehaus heißt ja, Sie sollen mitdiskutieren. Das ist eine typische Kaffeehausrunde und dazu gehört eben die Diskussion. Mein Name ist Norbert Fierler. Ich darf Sie an diesem Abend zum Mitdiskutieren einladen. Gerade das Thema Verfahrenstechnik zeigt, wie mitten in der Gesellschaft die TU jetzt steht. Es gibt keine einheitliche Lösung. Das heißt, man muss, wenn man an ein Problem herangeht, sehr breit denken. Und hier gibt es ein spezifisches Bakterium, das sind Legionellen, falls Sie von denen schon mal was gehört haben. Legionellen, also Wasserbakterien, die sich im gewärmten Wasser super gut vermehren können. Und wenn Sie diese Wasserbakterien über feine Aerosole einatmen, zum Beispiel beim Duschen, wenn das Wasser von Ihrem Körper abspritzt und feine Aerosole entstehen, die Sie dann einatmen, dann können Sie eine ganz böse Lungenentzündung bekommen. Und es waren halt viele Lungenentzündungen, wo man nicht gewusst hat, woran der jetzt gestorben ist, weil man das nicht, auf das nicht draufgekommen ist. Und durch die Erkenntnisse und auch durch die Maßnahmen, die man setzen kann, hat sich das in eine andere Richtung wiederum entwickelt. Kurz nach meiner Geburt ist von der Gemeinde verboten gewesen, das Wasser als Trinkwasser zu verwenden, weil es ein landwirtschaftlich stark genutzter Bereich ist und deswegen das ganze Wasser untrinkbar geworden ist. Da frage ich mich aber jetzt, sind Sie da wirklich breit genug schon aufgestellt mit einem Biologen, mit einem Techniker? Würden Sie dann nicht auch noch Juristen im Team brauchen, einen Soziologen, vielleicht einen Politikwissenschaftler? Was ich mir da halt wünschen würde in dem Zusammenhang ist, dass es ein bisschen mehr Offenheit gäbe bei den, sagen wir, Kreisen, die entscheiden über Regulatorien und auch bei den, durchaus bei den Wasserversorgern und bei allen betroffenen Stellen für Neuerungen in diesem Bereich. Diskurs fördern, das ist, glaube ich, gerade am Anfang, bevor man anfängt zu entwickeln, wichtig. Und am Ende, wenn man versucht, das dann auch aufzuzeigen, dass das eine Lösung wäre. Der Stellenwert des Thema Energie ist für die Bevölkerung ist eigentlich relativ gering in Österreich. Bei der letzten Nationalratswahl war das Thema Energie an Stelle Nummer 20. Also was passiert, wenn ich jetzt umstelle, komplett auf Erneuerbare oder komplett weg von Fossilen? Das geht nicht ad hoc, also das geht nicht innerhalb einem Jahr. Das ist eine gesellschaftliche Entscheidung, die man treffen muss, wenn man das möchte, und dann geht das technisch und wir entwickeln die Verfahren und dann ist das auch möglich. Und das sind diese Dinge, wo man eben verschiedenste Disziplinen an einem Tisch braucht, weil wenn das Thema heißt Energieeinsparung, full stop, dann wird keiner da dabei sitzen, der dann warnt und sagt, wisst ihr, was ihr euch für ein Problem damit einhandelt? Ja, und da haben wir eben viele größere Projekte, wo sich genau solche Nutzungskonflikte sehr stark manifestieren, wo man halt auch immer in Interaktion ist mit, sage ich mal, zwischen der Politik und den örtlichen Nutzern, die es dort gibt, und den Auftraggebern, die halt oft, ja, zum Beispiel Wasserversorger sind, wo es darum geht, Argumente zu liefern oder Konzepte zu liefern, wie man diesen Ausgleich gut schaffen kann. Und auch einmal fühlt außerhalb des Elfenbeinturms, was ist jetzt eigentlich, was sind die brennenden Fragen? Ja? Das ist das, was man immer wieder regelmäßig, dem sollte man sich aussetzen. Gell? Und dann kann man sich ruhig wieder zurückziehen und einmal brüten ein paar Monate.